Der Main Event von Night of Champions wird vermutlich das WWE-Titelmatch zwischen Rollins und Sting sein und nicht wie gerüchtet das United States-Titelmatch gegen Cena. Die japanische Indie-Wrestlerin Kana wird bei NXT den Namen Asuka tragen. Nächste Woche hat sie ihren ersten Auftritt im NXT-TV. Lana ist für 4 Monate mit einer Handgelenksverletzung außer Gefecht und die WWE überlegt gerade, Rusev und Lana vielleicht wieder zu vereinen, da beide Charaktere nach dem Split schwächer wurden. Sheamus wird vermutlich bald seinen Money in the Bank Koffer eincashen. Ein Szenario wäre, dass Sting den Titel bei Night of Champions gewinnt und Sheamus bei Night of Champions oder der Raw danach eincasht. Egal ob das passiert oder nicht, Sheamus wird vermutlich noch dieses Jahr seinen Koffer eincashen, Champion werden, aber vermutlich keine lange Titelregentschaft haben. The Rock ist erneut Vater geworden. Er und seine Lebensgefährtin Lauren Hashian haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Rock hat bereits eine 14-jährige Tochter aus erster Ehe. Dies ist also nun sein zweites Kind. Die WWE bittet alle Superstars, egal ob aktiv oder inaktiv, keinen Kontakt zu Hulk Hogan aufzunehmen nach dem Skandal um seine rassistischen Kommentare. Die Tickets für NXT TakeOver in London am 16. Dezember sind schon jetzt komplett ausverkauft. NXT ist wirtschaftlich generell gerade sehr dominant und verbessert sich exponentiell. In den letzten Wochen wurde immer wieder berichtet, dass TNA kurz vor dem Aussteht. D-Max wird auch in Deutschland und Österreich TNA bald aus dem Programm nehmen. Auch in Resteuropa wird TNA gestrichen von den jeweiligen Sendern. Ab dem 30. September wird es kein TNA mehr in Deutschland empfangbar geben. Zudem werden die Live-Events von TNA kaum noch besucht. Nur mit Freitickets kann man die Halle halbwegs füllen und zusätzlich gibt es sehr, sehr viele Gewinnspiele für die Tickets. Die Top-Indie-Wrestler, die Young Bucks, werden vermutlich bald einen erneuten ROH-Vertrag unterzeichnen, bei dem sie aber trotzdem noch in der Lage sind, bei anderen Ligen aufzutreten. Lita trainiert zurzeit mit Bayley für das Ironman-Match bei NXT TakeOver Respect am 7. Oktober, da dort ja das 30-Minute-Ironman-Match zwischen Sasha Banks und Bayley stattfindet.